Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen zurück zu Call of Duty Nerf War 3000. Rakete abgefeuert. Feuer frei. Mehr als drei Feinde ausgeschaltet. Echo, Jaguars Waffenladen nach. Bereithalten. Südosten, da sind wir! Das ist er da! Wo? Wo sind sie? Mein Gott! Das ist doch nicht normal, dieser schwierige. Oh, das ist auch nicht normal, Leute. Geh doch mal weg! Bei welchem Baum? Auf welcher rechten Seite? Welcher Baum? Ach da, die rechte Seite. Jaguar ist bereit für Befehle. Feuer frei. Guter Schuss, Sie haben ihn. Rakete abgefeuert. 3-1, Jaguar dreht zum Nachladen ab. Bereithalten. Okay. Feind bei der Mauer! Ich brauche Deckung! Bei welcher Mauer? Ich denke mal, die meinen die Mauer da oben. 3-1, Jaguar zurück im Einsatzgebiet. Sie haben zwei erwischt. Guten Tag. Bewegung! Wow, 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 nicht schon wieder. Rakete abgefeuert. Treffer, ein Feind ausgeschaltet. Könnte der letzte Feind gewesen sein. Yalla, lass los! Bleib oben, schneller! Eieiei, Leute, das wird nicht einfach werden. Feind gesichtet. Schon wieder eine Etage höher. Feind. Bis jetzt sieht's gut aus. So langsam drehe ich am Rad. Wo ist der Heli denn? Ich krieg einen Affen in diesem Game, Leute. Ich sag's euch. Dieser Schwierigkeitsgrad ist so pervers. Mach ich eben meine eigene Zielanpassung. Bewegung! Geht auf, Alex!
Feindlicher Heli im Anflug. Gefeuert. Suche Deckung. Daneben. Fehlerfassung. Wo ist der? Auf dem Dach. Ich sehe sie. Ja, noch mal nachladen. Echo, Jaguar ist in Position. Waffen scharf. Das gibt's nicht. Kein Treffer. Ich kann das erneut angreifen. Trifft den Piloten. Ich weiß nicht, wie viel Magazine ich da noch auf diesen Piloten ballern soll. Dieser scheiß Penner. Bin dabei, mein Gott. Ich weiß nicht, wie viel Munition ich noch habe. Boah, Leute, das ist das schlimmste Game ever. Ever, ever, ever. So, direkt mal hier. Feindlicher Heli im Anflug. Feuer frei. Der weicht aus, der Wichser. Das gibt's nicht, wir haben ihn. Und wir sind tot. Ich krieg einen Affen. Das gibt's doch nicht. Wow, mein Stresslevel ist ganz schön over the top, Leute. Das ist keine Deckung, das Ding. Nicht so, wie wir hier sind. Wo ist er? Das gibt's nicht, Leute. Wir haben ihn.
Das gibt's nicht. Ah! Echo, Jaguar ist in Position. Waffenscharf. Das gibt's nicht, Leute. Sehr gut. Für wen Deckungsfeuer? Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier einen sehe oder nicht. Sehr gut, Leute. Endlich mal ein bisschen Luft hier. Hier ist euer Startpunkt. Ihr müsst zu Nikolai und die Ladungen holen. Masken auf. Barkov könnte das Gas einsetzen. Los geht's. Und die Arbeit. Das schaffen wir. Los geht's. Ich hoffe einfach. Die sind schwer bewaffnet für ein Labor. Wir können diese Waffe gegen sie einsetzen. Ausschwärmen! Ausschwärmen! Achtung! Granate! Bewegung! Sie sind bei dem Gelände! Ach, die Lampen kann man nicht ausschießen. Ziemlich scheiße, würde ich sagen. Mein Gott, Leute. Von einer Hölle in die nächste. Mein Ohr juckt. Bitte schießen Sie nicht auf mich. So. Ist das ein Feind? Tatsache. Mein Gott. Ich frage mich manchmal, wie man das sehen soll. Sieht man doch gar nicht. Er hat die Deckung verlassen.
Hier war gerade noch einer. Ich habe es doch richtig gesehen. Geh hoch, erster Stock. Da rein. Da war einer. Boah, Leute, das ist so krass. Verstanden. Ja, dann. So, ich glaube, hier ist ruhig. Geh zu Stock 3. Granate! Oh, ein paar schöne Giftgranaten schmeißen sie hier rein, die Schweine. Leute, das ist so tricky. Was? Was ist mit Tür? Soll ich da runter oder was? Wo nach draußen? Bin ich jetzt blind? Ach da. Ja, ich bin unterwegs. Der Van, das ist er. Ah. Sehr gut. Holt die Sprengsätze. Das ist schön. Der Zünder startet die Kettenreaktion. Okay, weiß ich Bescheid. Dankeschön. Korrekt. Nicht verlieren. Wozu helfen? Barkov bringt Schande über Russland. Er muss verschwinden. Spasiba, Nikolai. Kann ich noch... Den Rest tut Reis und Sergeant Garrick. Wir sehen uns später. Sie haben ihre Deckung verloren! Womit schießen die denn? Die Schrotflinte, wir werden sie noch brauchen. Aua, aua, aua. Ich glaube, der gehört zu uns, oder? Ich sehe leider sehr wenig. Lass uns in Ruhe! Nein, da war noch einer. So eine Kacke.
Ruhe jetzt hier. Kurz nachladen. Mein Gott, wie viel Munition passt da rein? Sehr gut. Ay, caramba. Mein Gott, was ist das für einer? Ah, das war ein Juggernaut. So war das, ja. Da war ja was, genau. Sprengsätze fügen dem Juggernaut keinen Schaden zu. Ja, so war das. Oh. Die Schrotflinte war gut. Aber das ist halt... Ich habe ihn zwar geblendet, aber irgendwie dann doch nicht. Keine Ahnung. Entschuldigung. Stopp! Mein Gott, Leute, ich sag's euch. Wir haben zum Glück noch Munition bekommen gerade, weil sonst hätten wir ein kleines strategisches Problem. Los geht's. Wir haben ein Problem. Echo, hört ihr mich? Ich höre, Kommando. General Barkov gesichtet. Wiederhole, Barkov ist unterwegs zur Landeplattform. Echo nähert sich den Heizkesseln, Kommando. Platziert eure Ladungen und raus da. Roger, Echo Ende. Los, wir beeilen uns. Packen wir es. Los, 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 los. Was ist los? Achso. Zu den Heizkesseln geht hier lang. Da ist die Tür. Bin dran. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass das... Das sieht nicht nach einer Gasfabrik aus. Was ist los? Zünder ist am Arsch. Und jetzt? Ich gehe da rein. Und tust was? Die Kessel entzünden. Du schaffst es nie rechtzeitig raus. Ich weiß, was ich tue. Farah, hör mir zu. Nein, du hörst mir zu. Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Ich bin nicht hier, um jetzt aufzugeben. Ich will nicht, dass du aufgibst. Ich will, dass du mir den Befehl erteilst. Das kann ich nicht. Commander, bitte. Nenn mich ja nicht so. Sonst was? Irgendjemand muss dieses Feuer entzünden. Und jemand muss Barkov töten. Beides geht nicht. Befehle waren mein ganzes Leben, Pfarrer. An diesen glaube ich. Gib mir den Befehl. Du bist ein Freiheitskämpfer. Du bist eine Anführerin, Pfarrer. Sag es schon. Tu es.
Ja, Ma'am. Viel Glück. Harter Hund, der Typ. Eier aus Stahl. Roger, Echo, wir kämpfen uns zur Pipeline durch. Bereit, Sergeant? Keine Einsatzregeln mehr, Captain? Oh nein. Nicht für den Scharfschützen. Hab noch ein Ziel. Raketenwerfer, linke Seite! Okay, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.